Herzlich willkommen bei StepCraft. Herzlich willkommen bei unserer neuen Tutorial-Serie. An wen richtet sich die neue Tutorial-Serie? An alle Einsteiger, an alle diejenigen, die sich vielleicht für CNC-Maschinen und die CNC-Bearbeitung interessieren, an alle Kreativen und dann natürlich an all diejenigen, die vielleicht einfach neue Ideen sammeln möchten. Wir machen das Ganze hier auf Basis unseres neuen Workbooks. Das haben wir extra für Einsteiger und Autodidakten entwickelt. Es behandelt den kompletten Prozess. Von der Idee, die ihr habt, vom Cut-Prozess, wie man es zeichnet, dann über CAM und bis hin, wie man es auf die Maschine bringt. Das ist richtig gut. Was machen wir heute? Das Problem. Stellt euch vor, ihr habt auch so einen schönen Football oder einen Fußball, vielleicht noch mit einem schönen Autogramm darauf. Und ihr wollt den vielleicht schön präsentieren in der Vitrine oder unten in eurer Kellerbar. So, der Ball rollt sowieso immer so, wie man ihn nicht haben möchte. Die Lösung ist ganz einfach, ein Ballständer. Sowas zum Beispiel. Ein sehr einfaches Bauteil, vermeintlich einfach. So. Und so schön könnte das dann aussehen und der rollt natürlich auch nicht mehr weg. Und wie das geht und wie wir den machen, das zeigen wir euch in den nächsten Minuten. Los geht's. Ein Football ist im Vergleich zu einem Fußball eher oval. Das Problem dabei ist, dass auf der einen Seite ein sehr langer Radius besteht und wenn man den Football dann dreht, dann sieht man, hier ist der Radius deutlich kleiner. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt für diesen Ball einen Football-Ständer bauen möchte, also hier drüber jetzt gedanklich einen Zylinder legt, dann ist es durchaus schwierig, den zu konstruieren. Deshalb ist es jetzt viel, viel besser, den Football nachzukonstruieren, daneben einen Zylinder zu bauen und diese beiden Objekte miteinander zu verbinden. Was ich damit meine, zeige ich euch in den nächsten Minuten. Ich muss also den Ball nachkonstruieren. Und wie mache ich das? Ganz einfach. Ihr nehmt einen Bleistift, ein Blatt Papier und den Ball. Legt ihn oder stellt ihn mittig auf ein DIN A4 Blatt, haltet ihn oben fest, nehmt den Bleistift und zeichnet von oben, den Stift möglichst senkrecht halten, die Kontur des Balles ab. Die Genauigkeit reicht für so einen Ständer alle Male aus. Die Kontur sieht ungefähr so aus wie diese hier. Wie gesagt, das muss nicht hundertprozentig gleichmäßig sein, weil wir das auch nur als Vorlage nehmen für die Konstruktion. Ihr könnt bei Bedarf die Kontur ein bisschen sauberer nachziehen mit dem Bleistift, dass so die Kontur ein bisschen besser zu sehen ist. Ja, dann habt ihr das ein bisschen sauberer vielleicht. Das reicht aber voll und ganz aus. Danach macht ihr Folgendes. Ihr zieht eine Mittellinie hier durch. Ungefähr so. Dann messt ihr die Länge. Das sind 280 mm in dem Falle. Markiert euch die Mitte. Das heißt, die Mitte ist bei 140. Zeichnet euch die an. Dann nehmt ihr das Lineal und zeichnet ebenfalls hierüber eine Mittellinie ein. So. Was wir jetzt nachkonstruieren werden, nachher im CAD, ist genau ein Viertel von dieser Struktur. Also genau diese hier. Diese Struktur, die werden wir nachkonstruieren. Weil mehr brauchen wir nicht, um den gesamten Ball zu erstellen. Als nächstes macht ihr bitte Folgendes. Wir nehmen wieder das Lineal und alle 20 mm macht ihr einen Strich auf dieser Linie hier. Bei 20. Und danach zeichnet ihr entsprechend hier zueinander parallele Geraden ein. Warum machen wir das? Ich möchte die Kurve, die den Ball abzeichnet, möchte ich ja nachkonstruieren und dafür brauche ich die exakten Maße. Und die nehme ich jetzt über diesen Weg, nehme ich diese Maße ab. Ungefähr so. Und jetzt geht ihr daher und messt jeweils die Länge jeder einzelnen Linie. Also Beispiel 85 und ihr schreibt euch hier die 85 dran. Der Abstand hier ist jeweils immer 20. Damit wisst ihr 40, 60 und so weiter. 85. Die nächste Linie hier ist 82 mm lang. Wiederum die nächste Linie 79 und so weiter. Wenn ihr damit fertig seid,
sieht das ungefähr so aus. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Hier oben in der Spitze des Balls müsst ihr nicht nur alle 20 mm das Maß nehmen, sondern hier deutlich enger, also alle 5 mm. Das fertige Ergebnis sieht so aus. Für die Erstellung der Grundzeichnung benutzen wir Autodesk Fusion 360. Als erstes erstellen wir eine Skizze, indem wir auf die Skizzenpalette gehen und auf den Punkt Skizze erstellen. Wir wählen als nächstes die Grundfläche aus. Ich wähle diese Ebene. Der nächste Schritt ist jetzt alle Linien nachzuzeichnen, die wir vorhin mit dem Bleistift und dem Football aufgenommen haben, und die so einzuzeichnen, wie sie entsprechend auch bemaßt worden sind. Dazu nutze ich in der Skizzenpalette das Werkzeug Linie, welches auch mit dem Shortcut L direkt anwählbar ist. Hier klicke ich jetzt mit der linken Maustaste auf das Werkzeug, wähle es aus, wähle den Mittelpunkt der Zeichnung, klicke mit der linken Maustaste und bewege mich nach rechts weg und trage das erste Maß ein, in diesem Falle 85 mm. Trage die 85 ein und drücke Enter. Zur besseren Übersicht ziehe ich die Bemaßungslinie nach unten weg. Die nächste Linie wähle ich aus, ich drücke die Taste L, gehe auf den Mittelpunkt der Zeichnung und bewege mich nach oben weg, möglichst senkrecht, und trage das Längenmaß ein, 140 mm, und bestätige mit der Enter-Taste. So. Jetzt trage ich die letzten und die verbleibenden Linien in die Zeichnung ein. Durch Drücken der Taste L bekomme ich das Linienwerkzeug und circa im Abstand von 20 mm drücke ich mit der linken Maustaste, genau dann, wenn ich auf der senkrechten stehe, starte also die Linienzeichnung, bewege mich nach rechts weg und trage das nächste Maß ein, 82 mm. Durch Tasten der Taste L kann ich erneut das Linienwerkzeug auswählen, bewege mich nach rechts weg und trage das nächste Maß ein. Diesen Vorgang wiederhole ich, bis alle Linien eingezeichnet sind. Die verbleibenden drei Linien werden dann circa im Abstand von 5 mm eingetragen. Bis zur Übersicht lösche ich jetzt die Bemaßungsangaben. Jetzt verbinde ich die Außenpunkte die Endpunkte der einzelnen Linien mit einer weiteren neuen Linie. Das Tool dazu befindet sich ebenfalls in der Skizzenpalette und nennt sich Spline. Durch Anklick mit der linken Maustaste der einzelnen Endpunkte verbinde ich diese. So. Wenn die Kontur erfolgreich geschlossen wurde, wird das Innenfeld dieser Kontur andersfarbig dargestellt im Vergleich zum Zeichentisch. Die Linie, wenn man sie genau betrachtet, sieht jetzt noch nicht sehr schön aus. Es gibt also Ungleichmäßigkeiten. Diese kann ich manuell korrigieren, indem ich einfach den einzelnen Punkt anwähle, die linke Maustaste drücke und den Punkt dann in eine beliebige Richtung schiebe. So ungefähr. Und ich bewege die Punkte so, dass sie insgesamt eine harmonische Linie ergeben. Ungefähr so. Die Skizze ist somit beendet und somit schließe ich diese mit Skizze beenden.
Wir haben jetzt eine zweidimensionale Skizzenzeichnung und diese muss jetzt in ein dreidimensionales Objekt umgewandelt werden. Dazu gibt es ein Werkzeug, was sich Drehen nennt. Wir wählen dieses Werkzeug aus und müssen jetzt, wir werden jetzt aufgefordert, das Profil auszuwählen. Wir gehen in unsere Flächenstruktur des Footballs hinein und wählen nacheinander die einzelnen Teilsegmente aus, die wir zuvor gezeichnet haben. Wir wählen jetzt Achse aus und sagen und wählen jetzt die entsprechende Drehachse aus. So. Durch Rauszoomen erkennt man, allein dadurch haben wir jetzt schon einen dreidimensionalen Körper gewonnen, der entsprechend 360 Grad, also sprich einmal herum, aufgebaut wurde. Wir bestätigen mit OK. Der Football besteht jetzt momentan, ist quasi jetzt nur zur Hälfte fertig. Wir müssen also jetzt noch das Objekt spiegeln. Dazu gibt es in der Erstellenpalette ein weiteres Werkzeug, was sich Spiegel nennt. Wir wählen das Werkzeug aus. Wir sagen, es als Mustertyp ist ein Körper. Als Objekt wählen wir unser Objekt aus. Und als Spiegelebene wählen wir die Vorderfläche aus. Bestätigen mit OK. Fertig ist unser Football. Im nächsten Schritt verbinden wir die beiden einzelnen Objekte. Das machen wir mit dem Werkzeug Kombinieren in der Ändern-Palette. Wir wählen das Werkzeug Kombinieren aus. Als Zielkörper wählen wir die rechte Seite des Körpers aus. Als Werkzeugkörper wählen wir die linke Seite des Körpers aus. Und der Vorgang, den wir nutzen, ist Verbinden und bestätigen mit OK. Dass wir jetzt nur noch einen Körper haben, merken wir nicht unbedingt daran, dass wir das durch Anklicken, sondern wenn wir hier die Seite öffnen, erkennen wir, dass wir nur noch einen Körper entsprechend angezeigt bekommen. Wir bewegen jetzt den Football nach oben, um Platz zu schaffen für das neu zu zeichnende Objekt. Um den Körper zu verschieben, wähle ich den Körper in der linken Menüstruktur aus. Mit der rechten Maustaste gehe ich auf den Punkt Verschieben und Kopieren und bestätige mit der linken Maustaste. Sobald öffnet sich dieses File-Menü, ich kann als einfach mit der linken Maustaste den Pfeil drücken und nach oben bewegen. Ich gebe jetzt hier ein Maß ein von 200 mm. Man erkennt sofort, dass sich hier ein Schatten bildet. Das heißt, wenn man jetzt von der Seite gucken würde, sieht man sehr deutlich, das Objekt schwebt momentan über der Fläche. Ich gehe zurück in diese Ansicht. Ich muss jetzt den Zylinder konstruieren, in den der Football reingelegt wird. Dazu erstelle ich eine neue Skizze. Skizze erstellen. Wähle die Grundfläche aus. Zur besseren Übersicht blende ich in der linken Menüstruktur über diese Glühbirne blende ich den dreidimensionalen Körper aus. In der Skizzenpalette befindet sich ein Werkzeug, was sich Kreis nennt. Und zwar nehme ich den Mittelpunkt-Durchmesserkreis. Ich gehe auf den Mittelpunkt der Zeichnung, bewege mich seitlich zur Seite weg und trage als Maß 110 mm ein. Bestätige mit Enter. Ich verlasse die Skizzen in den Skizzenmodus wieder mit Skizze beenden. Um hieraus einen Zylinder zu erstellen, gibt es in der Werkzeugpalette unter Erstellen die Möglichkeit der Extrusion. Ich klicke diese an, bewege meinen Mauszeiger auf die Kreisfläche, klicke sie mit der linken Maustaste an, bewege den Pfeil nach oben und zwar um 30 mm. Ich gebe die 30 ein, bestätige mit Enter. Fertig ist mein Zylinder mit Durchmesser 110 mm und 30 mm Höhe. Jetzt blende ich den ersten Körper, den Football, wieder ein. Wenn man von der Seite guckt, sieht man, dass der Football entsprechend über dem Zylinder schwebt. Wir setzen jetzt den Football in den Zylinder hinein. Dazu gehen wir wieder auf den Körper 1, betätigen mit der rechten Maustaste das Menü, öffnen das Menü, gehen auf den Punkt Verschieben, Kopieren und bewege jetzt den Football in den Zylinder hinein. In dem Fall bewege ich ihn nach unten um 100 mm. Schauen wir das ein bisschen genauer an. Da ist er zu tief.
100 mm erscheint gut. 105 erscheint noch besser. 105 mm. Bestätige mit OK. So, von der Seite betrachtet sieht man jetzt, dass der Football in dem Zylinder drin steht. Um jetzt das zu fräsende Objekt zu halten, benötige ich ein weiteres Tool und das befindet sich in der inneren Palette und nennt sich, das kennen wir schon, Kombinieren. Ich betätige Kombinieren. Der Zielkörper ist in diesem Falle mein Zylinder. Ich klicke ihn an mit der linken Maustaste. Der Werkzeugkörper ist mein Ball. Den klicke ich an und er wird entsprechend andersfarbig dargestellt. Den Vorgang, den ich wähle, es gibt drei zur Auswahl, ich nehme Ausschneiden und sage aber, dass ich das Werkzeug behalten möchte. Ich bestätige mit OK. Erneut gehe ich auf Körper 1 auf den Football und sage, ich möchte ihn verschieben und bewege ihn um 50 mm nach oben. Bestätige mit OK. Wenn man jetzt wieder in die Schrägperspektive geht, sieht man, dass der Zylinder jetzt die Kontur des Footballs beinhaltet. Den Körper 4 verschiebe ich ebenfalls und zwar bewege ich ihn weg von dem Football um 150 mm. Bestätige mit OK. Diesen Zylinder, den wir jetzt verändert haben, mit Hilfe der Außenstruktur des Footballs nutzen wir, um daraus nutzen wir diese Vorlage für einen Football-Stand aus Eiche. Das heißt, hier werden wir entsprechend fräsend dieses Werkstück herstellen. Wir möchten aber noch eine weitere Möglichkeit zeigen, und zwar mit Hilfe des 3D-Drucks möchten wir auch einen entsprechenden Football-Stand aus Kunststoff erschaffen. Hierzu dupliziere ich als allererstes den bereits bestehenden und veränderten Zylinder. Das mache ich, indem ich auf den Körper gehe mit der linken Maustaste. Betätige dann die rechte Maustaste, gehe auf Verschieben, Kopieren und sage in diesem Falle, dass ich den ausgewählten Körper, dass ich auf jeden Fall eine Kopie erstellen möchte und bewege diesen von dem ursprünglichen Körper weg und zwar um 150 mm und bestätige mit OK. Zurück zur Ansicht. So, diesen Körper nehme ich jetzt und verändere ihn. Das mache ich. Ich möchte diesen Körper für den 3D-Druck vorbereiten und ich möchte für den 3D-Druck möglichst wenig Material verwenden. Je mehr Material ich benutze für den 3D-Druck, desto länger dauert er. Um das zu machen, möchte ich aus dem Mittelteil dieses Objektes Material herausnehmen. Das passiert wie folgt. Unter Konstruieren gibt es den Punkt Versatzebene. Ich wähle den Punkt aus und sage, als Basisebene wähle ich diese untere Ebene aus und gehe dann genau von der unteren Ebene um 30 mm nach oben. Ich gebe die 30 ein, bestätige mit dem minus 30 und bestätige mit Enter. Ich bewege den Mauszeiger auf die Versatzebene, drücke die rechte Maustaste und sage, es geht zu erstellen. Automatisch komme ich in den Skizzenmodus. Ich kann den Körper ausblenden, um eine bessere Übersicht zu haben. Ich bewege mich in Skizze und erzeuge erneut einen Kreis. In diesem Falle beginnt ab dem Mittelpunkt, in diesem Fall mit einem Durchmesser von 90 mm. Bestätige zweimal mit Enter. Ich verlasse den Skizzenmodus erneut und blende den Körper erneut wieder ein. Wechsel die Ansicht. So. Diese Kreisscheibe hier oben nutze ich jetzt und extrudiere sie in den Zylinder hinein, um Material zu entfernen. Das erfolgt mit dem Tool Extrusion. Ich wähle Extrusion aus. Das Profil ist dieser Kreis. Und diesen bewege ich jetzt nach unten. Wir wissen, wir erinnern uns, wir haben die Versatzebene 30 mm oberhalb der untersten Ebene erschaffen. Ich bewege mich jetzt 27 mm zurück, sodass am Ende ein Boden stehen bleibt von genau 3 mm. Ich bestätige mit Enter und fertig oder fast fertig ist mein
3D-Druckbauteil. Ich verändere es noch ein wenig, weil ich hier jetzt entsprechend schöne Radien angedruckt haben möchte. Das mache ich mit dem Werkzeug Ändern und Abrunden. Ich wähle die Kontur aus. Durch Drücken der Taste Shift kann ich eine zweite Fläche dazu auswählen und möchte einen Radius anzeigen von 2 mm. Betätige mit Enter. Automatisch wird mir ein Radius angebracht von 2 mm. Ich wiederhole das für die Außenkontur. Erneut gehe ich auf Ändern, Abrunden, wähle die Außenkontur an, einmal diese. Durch den Tastendruck von Shift wähle ich die zweite Kontur aus und wähle ebenfalls einen Radius von 2 mm aus und bestätige mit Enter. Auch im Innenteil möchte ich einen Radius haben. Das erhöht nicht nur die Stabilität, sondern sieht auch optisch besser aus. Das heißt, erneut gehe ich in das Tool Ändern, Abrunden, wähle den Innenring aus und sage jetzt jedoch minus 2 mm. Entschuldigung, 2 mm. Und es wird mein Radius angebracht von 2 mm im Innenraum. So. Ich möchte ebenfalls einen Radius an der unteren Kante haben des Außenradiuses. Einschieben und auch hier bestätige ich mit 2 mm. So. So, das Bauteil ist jetzt für den 3D-Druck fertig. Was Fusion auch anbietet, ist die optische, schönere Darstellung. Die Bauteile sehen ja momentan von der Farbe her sehr ähnlich aus. Man kann, wenn man auf den Körper geht, mit der rechten Maustaste das Menü öffnen und dann gibt es die Funktion Darstellung. Man kann also sehr einfach die Körper einfärben. So, der vordere Bauteil hat mir gesagt, soll aussehen, wird aus Eiche gemacht. Entsprechend gebe ich eine Eiche-Textur rein. Das Bauteil hinten soll aus einem Kunststoff gedruckt werden. Ich wähle jetzt mal diesen gelben Kunststoff aus, glänzend. Ziehe einfach die entsprechende Farbe hinüber und habe schon entsprechend eine Textur aufgebracht, die die Bauteile sehr schön darstellen lässt. Den Körper 1 brauche ich momentan nicht, den blende ich aus. Und somit habe ich die Ausgangsbasis geschaffen, um jetzt die nächsten Arbeitsschritte einzuleiten. So, die beiden Bauteile sind jetzt fertig gezeichnet. Und jetzt gibt es ja zwei Wege, wie wir weitermachen möchten. Das eine Bauteil ist fürs Fräsen gedacht. Das Video findet ihr hier. Und das andere Bauteil, da gehen wir in den 3D-Druck rein. Das findet ihr dort. Viel Spaß dabei.